Wenn der Döner für die türkische und der Burger für die amerikanische Imbisskultur steht, dann steht für die deutsche ohne Zweifel die Currywurst. Es handelt sich dabei in der Regel um eine ganz einfache Wurst, je nachdem, wo man sie bekommt, um eine feine Bratwurst oder um eine Bockwurst in einer Soße aus Ketchup und Gewürzen. Nicht nur, weil sie so einfach war, war die Currywurst über viele lange Jahre der Snack für die kleinen Leute. Heute ist es in manchen Metropolen besonders schick, wenn dann aus der einfachen Imbissware ein Gesamtkunstwerk kreiert. Weit entfernt von dem, wofür die Currywurst einst stand. Und mittlerweile ist es ja auch gar nicht mehr so, dass auf diese Delikatesse für den kleinen Geldbeutel herabgeschaut wird. Im Gegenteil, da kam sogar der Streit auf, in welcher Stadt denn nun die Currywurst erfunden worden war. Berlin nahm das für sich in Anspruch, die deutsche Hauptstadt, natürlich auch die Heimat der deutschesten Imbissware schlechthin. Hertha Heuwer, Budenbesitzerin vom Stuttgarter Platz, soll das Rezept 1949 erfunden haben. Jedenfalls ließ sie sich einige Jahre später patentieren. In meiner jugendlichen Naivität, da dachte ich, dass es sich um eine Kölner Erfindung handle. Und auch das hier ist übrigens zumindest eine feine Kölner Bratwurst. Die Hauptstädter jedenfalls schrien entsetzt auf, als ziemlich vor genau 30 Jahren ein Buch in den Handel kam, eine Novelle von ca. 200 Seiten mit dem Titel Die Entdeckung der Currywurst. Darin erzählt uns der Autor, dass bereits 1947, also 2 Jahre vor Hertha Heuber, jener Gaumenschmaus, der die Nation verzückt, erfunden worden sei, in Hamburg von einer Frau namens Lena Brücker. Ungläubiges Kopfschütteln, Entsetzen, zahlreiche Zeitungsberichte waren die Folge und machten das kleine Buch und seine Geschichte zum Bestseller. Man könnte auch sagen, hat also doch ganz gut geklappt. Ich las das Buch in einer wirklich nicht hübschen Ausgabe der Büchergilde Gutenberg. Und jetzt noch einmal, um zu schauen, ob uns dieser kleine Text noch genauso beeindruckt, vielleicht verzaubert, wie es damals tat. Im Folgenden soll es also um die Entdeckung der Currywurst von Uwe Timm gehen. Und es wird an einigen Stellen gespoilert werden. Wer den Text also noch nicht kennt und ihn erstmal selbst lesen möchte, der sollte an dieser Stelle abschalten und natürlich nach der eigenen Lektüre dieses Video unbedingt wieder aufrufen. Denn mich interessiert brennend, wie ihr die Geschichte empfunden habt. Zur besseren Übersicht setze ich Zeitstempel. Ihr könnt also die entsprechenden Kapitel im Video anwählen. Und wie immer gilt, ich mache keine Werbung, sondern sage ausschließlich meine Meinung. Und mein Zeug, das kaufe ich mir immer selbst. Der Autor Uwe Timm gehört zu den ganz großen deutschen Autoren der Gegenwart. Baujahr 1940 gehörte er zu den kritischen 68ern, die in Deutschland eine kritische, vor allem sozialkritische und politisch in der Regel linke Literatur etablieren wollten. Während der Studentenbewegung 1967-68, da engagierte er sich beim SDS, dem Sozialistischen Deutschen Studentenbund, und eines seiner wichtigsten Sozialisationserlebnisse war sicherlich die Ermordung seines Freundes Benno Ohnesorg 1967, erschossen von einem Angehörigen der Westberliner Polizei, die an diesem Tag die Ehre des Schahs von Persien vor Demonstranten verteidigte. Timm, seit 1971 Schriftsteller, schrieb über diese Zeit seinen Roman Heißer Sommer und wurde damit zum beachteten Autor. Immer wieder, da überraschte er durch eine große Themenvielfalt, große Variantenbreite, zum Beispiel so in seinem Roman Morenga über den Aufstand der Nama und Herero
beziehungsweise über den ersten Völkermord in deutschem Namen. Er schrieb auch Kinderbücher, hier zum Beispiel Der Schatz auf Pagensand, viel bekannter, sein wahrscheinlich größter Bucherfolg ist allerdings Rennschwein Rudi Rüssel. 1993 dann die Entdeckung der Currywurst. Eigentlich ein schmaler Text, der aber eine große Bedeutung in seinem Gesamtwerk hat, auch für Uwe Timm selbst, darüber hinaus auch neben dem Rennschwein zu seinem größten Erfolg wurde. Worum geht's in der Entdeckung der Currywurst? Wie es sich für eine Novelle gehört, finden wir zwei Erzählebenen vor, eine Rahmen- und eine Binnenhandlung. In der Rahmenhandlung begleiten wir einen namenlosen Erzähler, der in vielfacher Hinsicht Züge von Timm selbst trägt. Sie begleiten ihn in seine alte Heimat Hamburg, ins Altenheim. Dort will er ein Gespräch mit Frau Brücker führen, denn angeblich soll sie nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs jene berühmte Currywurst erfunden haben, die in großen Teilen Deutschlands, nehmen wir jetzt mal Süddeutschland aus, zum Gaumenschmaus der Nation werden sollte. Und er trifft tatsächlich auf die 86-jährige Dame, die erblindet und strickend ihm tatsächlich Rede und Antwort steht, aber nicht so, wie er sich das eigentlich gewünscht hat. Ich wollte nur etwas fragen, ob ich das richtig in Erinnerung hätte, dass sie kurz nach dem Krieg die Currywurst erfunden habe. Die Currywurst? Nee, sagte sie, ich habe nur einen Imbissstand gehabt. Einen Moment lang dachte ich, es wäre besser gewesen, sie gar nicht besucht und gefragt zu haben. Ich hätte dann weiter eine Geschichte im Kopf gehabt, die eben das verband, einen Geschmack und meine Kindheit. Jetzt, nach diesem Besuch, konnte ich mir genauso gut irgendetwas ausdenken. Sie lachte, als könne sie mir meine Ratlosigkeit, ja meine Enttäuschung, die ich nicht verbergen musste, ansehen. Doch, sagte sie, stimmt. Will mir hier aber keiner glauben. Die haben nur gelacht, als ich das erzählte, haben gesagt, ich spinne. Jetzt gehe ich nur noch selten runter. Ja, sagte sie. Ich habe die Currywurst entdeckt. Und wie? Ist eine lange Geschichte, sagte sie. Muss schon ein bisschen Zeit haben. Habe ich. Vielleicht, sagte sie, kannst du nächstes Mal ein Stück Torte mitbringen. Ich mache uns einen Kaffee. 7-mal fuhr ich nach Hamburg. 7 Nachmittage der Geruch nach Bohnerwachs, Lysol und altem Talg. 7-mal half ich ihr, die sich langsam in den Abend ziehenden Nachmittage zu verkürzen. Sie duzte mich, ich siezte sie aus alter Gewohnheit. Man wartet ja auf nix, sagte sie, und dann nix mehr sehen. 7-mal Torte, 7-mal schwere, süß massive Keile, Prinzregenten, Sacher, Mandarinen, Sahne, Käse, Sahne. 7-mal brachte ein freundlicher Zivildienstleister namens Hugo rosafarbene Pillen gegen zu hohen Blutdruck. 7-mal übte ich mich in Geduld, sah sie stricken. Schnell und gleichmäßig klapperten die Nadeln. Ihre Erzählung bildet die Binnenhandlung, das hauptsächliche Geschehen. Aber sie erzählt unserem Erzähler eben nicht kurz und knapp von der Currywurst, worauf er ständig hofft, sondern sie erzählt ihm eine andere, ihr viel wichtigere Geschichte. Es ist eine Geschichte, die sich in den letzten Wochen des Kriegs abspielt, als sie, Mitte 40, einen circa 20 Jahre jüngeren Mann nach einer Liebesnacht bei sich aufnimmt und in ihrer Wohnung versteckt. Hermann Bremer heißt er, ein Marinesoldat, der eigentlich nach seinem Heimaturlaub an die Front soll, um dort den Heldentod zu sterben. Er bleibt tatsächlich bei ihr und wird damit fahnenflüchtig. Lela Brücker, deren Mann schon lange fort ist, um den macht sie sich nun wirklich gar keine Sorgen, ein Aufschneider und Frauenheld, der weiß eigentlich immer, wie man durchkommt. Sie arbeitet in der Kantine der Lebensmittelbehörde.
Dort arbeitet sie zusammen mit Holzinger, einem Mann aus Österreich. Mit ihm teilt sie auch die kritisch distanzierte Einstellung zu den Nazis und dem Krieg. Aber selbst sie sagt ihm nichts von ihrem neuen heimlichen Untermieter, der natürlich in Lebensgefahr schwebt, dessen Leben verwirkt ist, wenn man ihn nun irgendwie entdecken würde. Diese Möglichkeit besteht durchaus, denn die Welt und auch Hamburg ist voll von Denunzianten, sogenannten 150-Prozentigen, die ihre Treue dem Regime gegenüber demonstrieren wollen, indem sie Nachbarn anschwärzen. Waren da Geräusche in der Wohnung? Wird da vielleicht jemand versteckt? Da gibt es die Nachbarin Frau Eckleben, die falsche Schlange, immer das Ohr an der Wand, oder Lammert, der ist vielleicht noch viel gefährlicher, denn der ist nicht nur Blockwart, sondern auch Luftschutzwart und hast damit auch einen Schlüssel zu der Wohnung von Frau Brücker im Notfall. Er kann damit jederzeit in die Wohnung von Lena Brücker gehen und ihn entdecken, den fahnenflüchtigen Drückeberger, der damit vor einem Erschießungskommando landen würde. Es ist eine gefährliche Zeit, diese letzten Wochen des Krieges, und doch die schönste Zeit ihres Lebens, wie sich Lena Brücker selbst noch im hohen Alter erinnert. Denn sie hat nun einen Liebhaber ganz für sich allein. Sie sorgt für ihn, gibt ihm Wohnung, Sicherheit und Essen und auch die entsprechende körperliche Stimulanz. Er findet sich schließlich in sein Schicksal, in das Ausgeliefertsein, die ständige Angst auffliegen zu können und in der Hoffnung auf ein baldiges Kriegsende. Erzählen tut er nicht allzu viel, aber doch eine Erinnerung an eine Reise als junger Seemann. Da war er am anderen Ende der Welt und selbst auch ziemlich am Ende. Da machte er Bekanntschaft mit jener zauberhaften Gewürzmischung namens Curry in Verbindung mit Reis. Diese vollkommen neue und für Otto Normalverbraucher gänzlich unbekannte und ungekannte Erfahrung war für ihn wie die Ahnung vom Paradies. Doch selbst der schönste Krieg kommt einmal an sein Ende. Aber was bedeutet das für Lena und ihre heimliche Liebschaft? Wäre es nicht schön, denkt sie, wenn sie die noch um ein paar Tage verlängern könnte? Und so tut sie etwas, beziehungsweise tut nichts. Sie erzählt Bremer nicht, dass der Krieg zu Ende ist. Verschweigt ihm die Wahrheit, die ihn ja vielleicht wieder, ganz bestimmt sogar, forttreiben würde. Behält ihn bei sich, in seiner Unwissenheit. Dann aber lässt sich die Tatsache nicht mehr verheimlichen und Bremer tut schließlich das, was sie am meisten befürchtete. Er verlässt sie, als sich ihm die Gelegenheit bietet. Er nimmt sich einen der Anzüge ihres Mannes und lässt seine Marineuniform zurück. Weg ist er. Lena ist am Boden zerstört, aber sie ist eine starke Frau, eine, die wieder aufsteht und nach einem kurzen Intermezzo ihres zurückgekehrten Ehemanns, den sie verdient wieder vor die Tür setzt, beginnt ihre ganz persönliche Emanzipationsgeschichte. Mittlerweile sind die Engländer in der Stadt und sie hat ihre Stellung verloren. Da folgt sie dem Ratschlag ihres Kollegen und macht sich selbstständig. Wenn du nichts hast oder fast nichts hast, dann musst du geschickt sein und auf Draht. Beides trifft auf Lena zu. Die Uniform schneidert sie sich um und macht daraus ein schickes Damenkostüm. Das Reiterabzeichen, sein Talisman, wie er erzählt hat, ist Anfang eines komplexen Ringhandels, an dessen Ende eine Bude am großen Neumarkt entstehen wird, in der sie Würste zubereiten und verkaufen will. Die Currywurst, die wird von ihr dabei eher zufällig entdeckt. Zerbrochene Ketchupflaschen, deren Inhalt sich mit Currypulver vermengen. Jenes Currypulver hatte sie eingetauscht in Erinnerung an Bremers Schwärmereien. Und nun
er hatte sie die Grundlage für eine im bisherigen Deutschen Reich vollkommen ungekannte Geschmacksexplosion gefunden. Und so finden wir sie wieder am Großneumarkt in einer eigenen Bude, wo sie die neue Kreation feilbietet. Am nächsten Morgen, einem nasskalten Dezembertag, grau in grau, kamen die ersten Kunden an die neu eröffnete Imbissbude von Frau Brücker. Zuerst die Nutten aus dem Billigpuff der Brahmsstraße, übernächtigt, geschafft, fix und fertig. Was hatten sie aber auch alles über sich ergehen lassen müssen. Es gab nichts, was es nicht gab. Sie hatten einen verdammt faden Geschmack im Mund und wollten jetzt etwas Warmes, auch wenn das happig teuer war, eine echte Tasse Bohne und eine Bockwurst oder eine Bratwurst, was es eben gab. Aber heute gab es weder Bockwurst noch Bratwurst. Heute gab es nur verschrumpelte Bratwürste. Sahen aus wie ein Witz. Die wurden auch noch klein geschnitten, überschmiert mit so einer grässlichen roten Soße. Nein, einem rotbraunen Brei. Scheußlich, sagte Moni. Aber dann, nach dem ersten Bissen, ein Schmecken, das sie sich wieder spürte. Mann in der Tonne, sagte Moni. Das Grau hellte sich auf. Die Morgenkälte wurde erträglich. Es wurde ihr richtig warm, die lastende Stille laut. Ja, sagte Lisa, det macht Musik, genau. Lisa, die seit 3 Monaten in Hamburg arbeitete, sagte, det is it, wat der Mensch braucht. Det is einfach scharf. Und ja, ein Wiedersehen mit Bremer, wenn auch nur ein knappes, nur gehauchtes, gibt's auch. Soweit die Geschichte. Eine mit Happy End, eine versöhnliche, trotz oder gerade wegen der schlimmen Zeit. Eine nicht ganz glückliche, aber auch nicht völlig unglückliche Liebesgeschichte, die die alte Lena Brücker, die dem Erzähler und dadurch er uns auch erzählt. Und alles in den letzten Atemzügen des Dritten Reichs und in den ersten Wehen einer neuen Zeit. Aber reicht das, um den ungeheuren Erfolg dieses Büchleins zu erklären? In 20 Sprachen wurde diese Novelle übersetzt. 3 Jahre nach der Veröffentlichung kam eine Comic-Adaption heraus vom damaligen Shootingstar der deutschen Comic-Szene, Isabel Kreitz, die sich weitestgehend auch an den Text von Tim orientiert. 1998, da kam eine Fassung als Theaterstück auf die deutschen Bühnen. 2008, da kam die Geschichte sogar in die Kinos, hier allerdings gekürzt um die Rahmenhandlung. Dass es der Text auch noch auf den Lehrplan deutscher Schulen schaffte, kann man, muss man aber nicht unbedingt als Erfolg werten, wohl aber, dass er sich zeitweise verkaufte wie die begehrte Imbissspeise von Lena Brücker. Schauen wir uns also an, wie der Text gemacht ist, begeben wir uns sozusagen auf die Spur seines Erfolgs. Die Entdeckung der Currywurst ist nicht irgendein Nebenprodukt, sondern hat durchaus eine persönliche Bedeutung für den Schriftsteller Uwe Timm. Er hat den Text seinem Vater gewidmet, der hier auch eine kleine Nebenrolle zu spielen scheint. Jedenfalls sind die Ähnlichkeiten bzw. Entsprechungen auffällig. Und so ist es auch nicht so weit hergeholt, wenn man dem namenlosen Erzähler Uwe Timm in dem Erzähler Uwe Timm vermuten darf, zumindest eine ihm ähnliche Figur. Denn natürlich wissen wir, dass wir niemals den Erzähler mit dem Autor gleichsetzen dürfen, jedenfalls nicht ganz und gar, aber vielleicht doch ein bisschen. Wie der Erzähler ist Timm in Hamburg aufgewachsen, zog dann weg, fühlte aber immer ein gewisses Gefühl der Verbundenheit mit der Stadt an der Elbe. Auch der Erzähler scheint Schriftsteller zu sein, denn er schreibt die Geschichte Lena Brückers auf, durchformt sie, gestaltet sie zu einer Novelle. So lautet übrigens auch das letzte Wort des Textes.
ein Augenzwinkern. Die Figuren scheinen zumindest auf den ersten Blick aus dem Leben gegriffen. Allen voran Lena Brücker, eine durchaus attraktive Frau, wie der Erzähler an mehreren Stellen betont. Vor allem aber bewundernswert, wie sie das Leben anpackt, sich nicht unterkriegen lässt, immer wieder aufsteht, wie sie Haltung bewahrt gegen die Nazis und die ganzen angepassten Volksgenossen um sie herum. Lena ist pragmatisch, geradeaus und couragiert. Hätte jedem geholfen, der nicht mehr mitmachen wollte. Einfach versteckt ist ja das Kleine, was die Großen stolpern lässt. Nur müssen wir viele sein, damit die auch fallen. Und selbst wenn sie falsch handelt, ihrem geliebten Gefangenen die Wahrheit des Kriegsendes eine Zeit lang verheimlicht, dann tut sie es aus Liebe, aus Naivität, vielleicht aus Verzweiflung. Jedenfalls tut der Erzähler alles, um sie in einem positiven Licht darzustellen, ihre Fehler zu erklären, um Verständnis zu werben. Natürlich ist das so, weil wir ja scheinbar auch nur ihre Perspektive dargestellt bzw. aus ihrer Sicht alles geschildert bekommen. Scheinbar, denn eigentlich ist das auch nicht so. Immer wieder wird nämlich die personale Sicht durchbrochen. Da erfahren wir vom Erzähler auch das, was andere Personen denken oder fühlen. Auch wenn das Frau Brücker, die doch dem Erzähler alles berichtet, das gar nicht wissen konnte. Also er dann ja auch nicht. Und das ist durchaus ein Verwirrspiel. Ich lasse die Geschichte am 29. April 1945 an einem Sonntag beginnen. Das Wetter in Hamburg überwiegend stark bewölkt, trocken. Temperatur zwischen 1,9 und 8,9 Grad. 2 Uhr. Hitlers Trauung mit Eva Braun. Trauzeugen sind Bormann und Goebbels. 3.30 Uhr. Hitler diktiert sein politisches Testament. Großadmiral Dönitz soll seine Nachfolge als Staatsoberhaupt und Oberbefehlshaber antreten. 5.30 Uhr. Die Engländer gehen bei Adlenburg über die Elbe. Hamburg soll als Festung bis zum letzten Mann verteidigt werden. Das zeigt, hier ist ein auktorialer Erzähler am Werk. Einer, der sich nicht nur auf die Aussagen der alten Frau Brücker stützt, sondern jemand, der selbst recherchiert hat und sich genau überlegt, wie er seine Geschichte einsetzen lassen will. Das ist interessant, denn wir als Leser werden ganz schön aufs Glatteis geführt. Alles wirkt doch so authentisch, so echt, wie der Erzähler in mühsamen Gesprächen der alten Brücker die ein oder andere Wahrheit zu entlocken versucht. Nichts ist authentisch. Wir haben eine künstlerisch durchaus komplexe Geschichte, die in einem sehr einfachen Gewand daherkommt. Zuallererst einmal haben wir eine Novelle vor uns liegen. Der Autor selbst behauptet das sozusagen im Untertitel und er erlaubt sich ja auch den Gag des Hinweises im letzten Satz. Vom Umfang her könnte es sich auch um einen schmalen Roman handeln. Die Geschichte ist ziemlich klar durchstrukturiert, hat aber nicht alle Merkmale einer Novelle, zum Beispiel nicht den klaren Höhe- bzw. Wendepunkt und so weiter. An 7 Nachmittagen besucht der Erzähler die alte Brücker und erfährt immer ein Stückchen ihrer Geschichte. Wir erfahren sie in 7 Kapiteln. Eigentlich erwartet er angeblich nur die Entstehungsgeschichte des Wurstrezepts, sie aber will ihm eine Episode aus ihrem Leben erzählen und tut das auch auf ihre Weise. Der Erzähler kennt Frau Brücker schon seit seiner Kindheit. Auch da war sie schon eine Geschichtenerzählerin. Das ist meine Erinnerung. Ich sitze in der Küche meiner Tante in der Brüderstraße und in dieser dunklen Küche, deren Wände bis zur Lamperie mit einem elfenbeinfarbenen Lack gestrichen sind, sitzt auch Frau Brücker, die im Haus ganz oben unter dem Dach wohnt. Sie erzählt von den Schwarzmarkthändlern, Schauerleuten, Seeleuten, den kleinen und großen Ganoven, den Nutten und Zuhältern, die zu ihrem Imbissstand kommen. Was gab es da für Geschichten? Nichts, was es da nicht gab. Das könnte übrigens ein Hinweis sein. Nichts, was es da nicht gab.
Wer sagt uns eigentlich, dass es sich um eine wahre Geschichte handelt? Nur weil alles so scheinbar authentisch wirkt, die glaubwürdigen, teilweise im Dialekt und im Zeitkolorit sprechenden Figuren, die so realistisch wirken, nur weil die autobiografischen Bezüge des Autors so spürbar sind, die historischen Eckdaten stimmen. Hier muss gar nichts wahr sein. Die Entdeckung der Currywurst ist eine Geschichte über Liebe, Lüge, Trug und Wahrheit. So hat Uwe Timmes übrigens selbst einmal gesagt. Die alte, blinde Geschichtenerzählerin, die permanent strickt. Geradezu eine mythische Figur. In beiden Fällen, beim Erzählen und beim Stricken, hält sie die Fäden in der Hand, bestimmt in welche Richtung die Geschichte geht, welches Bild am Ende entstehen soll. Und sie bestimmt ja auch darüber, was und wie sie es uns erzählt. Das gilt für den Erzähler genauso wie für Bremer, den sie im Unklaren lässt, als der Krieg längst vorbei ist. Schwindeln ist nicht so schlimm wie Lügen, sagt sie an einer Stelle und entschuldigt damit ihr Verhalten. Und Bremer selbst, er hat sie sogar aktiv belogen, denn er hat bereits Frau und Kind, was er ihr gegenüber verneint. Vielleicht entschuldigt das ja dann auch ihre Verheimlichung. Jedenfalls spielt sie Schicksal, wie jene mythologischen Nornen, die die Schicksalsfäden spinnen. Und der Erzähler ist ihr gegenüber alles andere als kritisch, sondern ihr willfähiger Gehilfe. Überhaupt der Mythos. 7 Nachmittage, 7 Kapitel. Wir müssen uns nicht allzu intensiv über die magische Zahl 7 unterhalten, oder? Gott hat die Welt in 7 Tagen erschaffen. Die 7 ist das Schicksal. Sie ist die große Märchenzahl. Der Wolf und die 7 Geißlein, Schneewittchen und die 7 Zwerge. 7 auf einen Streich. Das ist zu weit hergeholt, das ist Zufall. Nicht bei einem so kontrollierten und planvoll agierenden Autor wie Uwe Timm. Der ist kein Stephen King, der einfach so losschreibt und sich von einer Geschichte treiben lässt. Die 7 verweist auf das Märchen. Und vielleicht ist die Novelle gar keine solche, sondern vielleicht ist sie ja ein Märchen. Na natürlich. Das realistische Setting, das eine Novelle haben sollte, ist mit der historischen Verortung durchaus gegeben. Aber schauen wir uns doch einmal ein bisschen genauer an diese Bedeutung des Curry. Einst war Bremer übel dran. Seine Lebensgeister wurden durch den Genuss von Curryreis wieder neu geweckt. Als es mit der Beziehung der beiden ganz schlecht steht, er sich mehr und mehr wie ein Gefangener in Lena Brückers Wohnung empfindet, da verliert er seinen Geschmackssinn. Das ist durchaus symbolträchtig, denn der Geschmack und das Kochen spielen in dieser Geschichte ja eine ganz außerordentliche Rolle. Ganz am Ende der Geschichte, da kommt tatsächlich Bremer an die Currywurstbude von Lena Brücker. Er braucht einen Moment, um sie wieder zu erkennen. Sie erkennt ihn sofort. Und da werden wir Zeuge seiner wunderbaren Heilung. Denn durch den Verzehr, nein, den Genuss der wunderbaren Götterspeise Currywurst, erlangt er seinen Geschmackssinn zurück. Wenn das kein Märchen ist. Noch nicht überzeugt? Schauen wir auf andere Bezüge, die der studierte Literaturwissenschaftler Uwe Timm für uns bereitstellt. Während seines Aufenthalts in Lena Brückers Wohnung löst Hermann Bremer Kreuzworträtsel. Was bleibt ihm sonst? Geputzt hat er schon alles. Er muss sich ja irgendwie beschäftigen. Eines der Lösungswörter ist Homer, also jener sagenumwobene Dichter der Ilias und der Odyssee. Der soll übrigens blind gewesen sein, wie unsere Geschichten erzählende Alte. Die Odyssee nun erzählt uns von der 10 Jahre währenden Heimreise des Odysseus nach den Vorkommnissen im Krieg um Troja. Odysseus nun gerät auf seine Irrfahrt unter anderem nacheinander in die Hände von ganz besonderen Frauenfiguren, nämlich in die der Hände der Nymphe Kalypso und die der Zauberin Kirke. Kalypso nimmt den Schiffbrüchigen. Ja, wie Bremer ist Odysseus
natürlich vor allem Seemann bei sich auf. Sie liebt ihn, will ihn nicht ziehen lassen. 7 Jahre, ja, die 7, behält sie ihn bei sich. Aber Odysseus will nach Hause zurück zu Frau und Sohn, und ja, wie prima hat er Frau und Sohn. Und so hilft sie ihm dabei, ein Floß zu bauen. Naja, und ein Floß gibt es auch in unserer Geschichte, denn Lena und Hermann bauen sich ein Matratzenfloß, weil sie im Bett ansonsten nebenan zu laute Geräusche machen. Das Wort Kalypso jedenfalls findet sich auch in einem der von Bremer bearbeiteten Kreuzworträtsel. Eine andere Lösung, auf die kommt er nicht. Griechische Zauberin, 5 Buchstaben, 1. Buchstabe ein K. Kirke. Sie verwandelt die Gefährten von Odysseus in Schweine. Du bist ein Schwein, denkt Bremer über sich selbst. Übrigens ungefähr zu dem Zeitpunkt, an dem er auf den Namen Kirke nicht kommt. Wie wir es auch drehen und wenden wollen, wir haben eine ungeheure Bedeutungsvielfalt im Angebot dieses kleinen, aber und auf dem ersten Blick unscheinbaren Text. Zurück aber, kommen wir nochmal zu diesen ganzen Lügengeschichten im Gewand des Authentischen. In der Regel erfahren wir, wie gesagt, alles oder das meiste aus der Wahrnehmung, aus der Erinnerung von Lena Brücker. Über Bremer erfahren wir, er kann nicht gut lügen, weil er nicht gut erzählen kann. Lena Brücker hingegen ist eine Meisterin der Erzählung. Immer wieder versucht der Erzähler bei seinen Besuchen, sie zu drängen, endlich die Currywurst-Geschichte zu erzählen, aber sie lässt sich nicht drängen. Musst Geduld haben, sagt sie dann immer. Und so erzählt sie, wie Scheherazade in den Erzählungen von 1001 Nacht. Auch hier eine Rahmenhandlung, denn Scheherazade muss in ihr einem König eine Geschichte nach der anderen erzählen, um letztlich am Leben zu bleiben. Diese Sorge hat die 86-jährige Brücker nun nicht, aber sie ist alleine im Altenheim und einsam und wartet eigentlich nur noch auf das Ende. Was für eine wunderschöne Abwechslung die Besucher dann des Erzählers da bieten. Vielleicht kann sie diese ja ein wenig in die Länge ziehen, ebenso wie sie den Aufenthalt von Bremer einst künstlich verlängerte. Durch das Erzählen einer guten und plausiblen Lügengeschichte kann eine zweite Wirklichkeit entstehen. Und Uwe Timm sagte selbst einmal, so könnte es gewesen sein. Und das ist der glaubwürdige Konjunktiv jeder guten Erzählung. Realistisches Erzählen heißt bei Timm eben nicht dokumentarische Treue zu den geschichtlich überlieferten Fakten. Nicht so ist es gewesen, sondern so könnte es gewesen sein. Das, so Timm, sei der wunderbare Konjunktiv. Wunderbar, weil er uns die Freiheit gibt, eine andere Wirklichkeit zu erschaffen. Timm sagt, mich interessiert nicht der Wahrheitsgehalt nach dem Modell richtig oder falsch, sondern mich interessiert die darin verborgene geschichtlich-gesellschaftliche Wahrheit. Vielleicht erklärt das ja auch den manchmal nostalgisch verklärten Gestus der Novelle, der von einigen Kritikern durchaus auch festgestellt wurde. Es sind die kleinen Leute, denen der Autor Timm seine Sympathie schenkt, die Helden des Alltags, die sich durch die schweren, harten Zeiten kämpfen und dabei, abgesehen von ein paar Blessuren, sauber geblieben sind. Verklärung? Aber auf jeden Fall. Vielleicht aber gehört das ja auch mit zu der Erfolgsgeschichte von der Entdeckung der Currywurst. Die Figuren sind nicht allzu komplex. Es gibt die Guten und die Schlechten, die Aufrechten und die Hinterhältigen, die es mit den Nazis halten. Und irgendwo ist die Welt von Uwe Timm dann doch eine sehr einfache. Damit begann der Siegeszug der Currywurst, ging aus vom großen Neumarkt, kam zu einer Bude auf der Reeperbahn, dann nach St. Georg. Dann und erst dann mit der Lisa nach Berlin, wo Lisa einen Stand an der Kantstraße aufmachte.
kam nach Köln, Kiel, Münster, nach Frankfurt, machte aber sonderbarerweise Halt am Main, dort behauptete die Weißwurst ihr Gebiet. Die Currywurst kam dafür nach Finnland, nach Dänemark, sogar nach Norwegen. Die südlichen Länder hingegen erwiesen sich als resistent allzu sehr. Da hat Frau Brücker recht gehört, ein in Bäumen und Büschen westernder Wind dazu. Ihre Herkunft hängt mit dem Grau zusammen, dessen Gegensatz im Schmecken das Rotbraun ist. Resistent erwiesen sich auch die oberen Gesellschaftskreise. Keiner der Perrier-Jungs, keine der Boutiquentussis essen sie, denn man muss sie im Stehen essen, so zwischen Sonne und Regenschauer, zusammen mit einem Rentner, einem ausgeflippten Mädchen, einem nach Pisse stinkenden Penner, der einem seine Lebensgeschichte erzählt, einem King Lear. So steht man und hört eine unglaubliche Geschichte mit diesem Geschmack auf der Zunge, wie die Zeit damals war, aus der die Currywurst kam. Trümmer und Neubeginn, süßlich Schärfe, Anarchie. Das kann man kritisieren. Der Autor aber kann sich hier auch wieder verstecken hinter seiner Schöpfung, dem parteiischen Erzähler, hinter dessen Quelle Lena Brücker. Und er will ja auch nicht die ganze Welt erklären. Er schreibt ja nicht die Geschichte komplett um, wie ein Quentin Tarantino in Inglourious Basterds. Er will lediglich eine kleine Geschichte erzählen von einer kleinen, naja, vielleicht nicht ganz kleinen Lüge. Vielleicht ist ja das das Unerhörte, also das Neue, das Goethe als unverzichtbares Kriterium für die Textart Novelle konstatierte. Vielleicht ist es ja gar nicht die Entdeckung der Currywurst, sondern etwas scheinbar ganz Banales, kleines, privates Glück in Zeiten des kollektiven Unglücks. Vielleicht ist auch das ein Grund des Erfolgs. Vielleicht ist das auch das Zeitlose in einer ansonsten absolut zeitlich verortbaren Geschichte. Dafür, dass der Titel, ein genialer Titel übrigens, uns groß und breit die Entstehungsgeschichte der Currywurst in Aussicht stellt, spielt diese eine eher untergeordnete, eigentlich nebensächliche Rolle. Sie nimmt übrigens ja auch nur relativ wenig Seiten ein. Und angesichts der vielen Ungenauigkeiten und Lügengeschichten, wer sagt uns denn, dass gerade sie, diese Entstehungsgeschichte, nun wahr sein sollte? Schließlich ist doch alles nur eine Geschichte. Eine, die in einem authentischen Gewand daherkommt, aber eben eine durch und durch fiktive und vor allem gestaltete Geschichte. Wir haben jetzt noch nicht einmal was von der Ding-Symbolik des Talismans in diesem Text irgendwie berichtet. Diese Hinweise, die würden die Künstlichkeit, nein, aber auch die Kunstfertigkeit des Autors eher noch mehr hervorheben. Ob der Roman nun wirklich eine Novelle ist oder nicht. Für mich ist er es, wenn überhaupt nur in Teilen. Er ist äußerst kunstvoll gemacht und deshalb kann er auch nach 30 Jahren übrigens immer noch gut bestehen. Es gibt Texte, die altern schlechter als er. Eigentlich ein Witz, dass bei ihrer Veröffentlichung die Entdeckung der Currywurst einen solchen Streit darüber ausgelöst hat, inwiefern nun damit die angenommene Berliner Urheberschaft in Zweifel gezogen würde. Kommen wir also zurück zur Currywurst. Ob nun in Berlin oder in Hamburg erfunden, was spielt das für eine Rolle? Wen interessiert's? Die beste Currywurst habe ich übrigens in Bochum gegessen. In diesem Sinne, macht's gut.